Das erste Basketballwochenende mit allen ESV-Mannschaften im Einsatz. Und bevor wir auf die Spiele der Damen und Herren schauen, kurze Spielzusammenfassung der Jugendheimspiele. Die U16 schlägt Polling mit sage und schreibe 121:47. Der Grund, die Gäste nur zu 7 und technisch deutlich unterlegen. Beste Werfer Maxi Voigt mit 23, Maxi Kaiser mit 22 und Elias Gellweiler mit 19 Punkten. Die U12 im Heimspiel gegen Gröbenzell mit 55:67 unterlegen. Gegen einen der Top-Favoriten in der Liga leisteten sie lange Widerstand. Topscorer der überragende Benedikt Dotzer mit 27 Punkten und Jackson Kolb mit 17 Zählern. Die U15 mit erfolgreichem Bayernliga-Auftakt gegen München Ost. Ihre Gegnerinnen sahen zwar imposant und körperlich überlegen aus, doch das Team um Stefanie Seiringer als Trainerin behielt am Ende mit 64:48 die Oberhand. Überragende Spielerin, Auswahlakteurin Helen Seiringer und Centerin Johanna Jansen. Und nun kommen wir zum Hauptspiel des Wochenendes. Die Damen empfangen zu Hause den SV Germering im ersten Bayernliga-Auftakt der ESV-Geschichte. Nicht mit dabei sind Hanna und Leni Finke, die Neuzugänge aus Penzberg, sowie Nicole Pindl, die sich in der Vorwoche im Pokalspiel in Diedorf am Fuß verletzte. Der ESV vor diesem Duell gegen den Top-Favoriten nervös und sie erwischten einen Start, den man sich nicht schlechter hätte vorstellen können. Nur Lisa Lutz weiß sich gegen die überlegenen Germeringer zu helfen. Im ersten Viertel liegen sie mit 8:24 zurück. Sophia Kanzler und Elisabeth Kiemer drücken diesem ersten Spieler für den Stempel auf. Kanzler am Ende mit 12 Punkten, Kiemer mit 11 Punkten und allein 6 Rebounds im ersten Viertel. Zur Halbzeit dann der ESV mit einer deftigen Kabinenansprache von Trainer Moroder und plötzlich lief es besser. In der ersten Halbzeit holten die Germeringer 7 Rebounds mehr. In der zweiten Halbzeit waren es die Staffelsieherinnen, die 9 mehr Rebounds holen konnte. So am Ende eine klare Niederlage, aber trotzdem, die zweite Halbzeit macht Mut auf mehr. Eine starke Lisa Lutz mit 14 Punkten, 6 Rebounds, sowie eine gute Carlina Haas mit 9 Punkten, 11 Rebounds und 7 Assists. Die Herren hingegen meisterten ihre erste Etappe auf dem Weg zum nächsten Aufstieg mit Bravour. Den Gast aus Peiting besiegten sie mit 77:43. In der Offensive waren es die beiden Jungen. Daniel Angerer mit 18 Punkten und vielen schönen Anspielen, sowie Stefan Adelberger mit 12 Punkten und 11 Rebounds, die diesem Spiel den Stempel aufgeben konnten.